Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kultursenator, liebe Mitglieder und Gäste, ihr lieben Menschen und Freundinnen der virtuosen und freien und fordernden Kunst, ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zur diesjährigen Plakettenverleihung. Wir haben uns hier versammelt, um die Dichterin und Schriftstellerin Ulla Hahn mit der Plakette des Jahres 2022 auszuzeichnen. Guten Abend und herzlich willkommen, sehr geehrte Ulla Hahn. Guten Abend auch den beiden Mitwirkenden des heutigen Abends, Kit Armstrong und Björn Heyer. Die Plakette, ich halte sie hier in der Hand, ist ein gewichtiger Preis, liegt nicht nur dunkel, sondern auch sehr schwer hier in meiner Hand. Vor allem aber ist es eine uns wichtige Auszeichnung, eine Anerkennung und ein Ausdruck der Wertschätzung und ja auch des Dankes an Mitglieder der Freien Akademie der Künste, die sich in besonderem Maß und unbeirrt und wegen allem und trotz allem und weil sie nicht anders können, es aber so ausgesprochen gut können und es vor allem unbedingt müssen, ihr Leben mit und in und für Kunst verbringen und Kunst hervorbringen, ohne die wir nicht können. Eigentlich sollte diese Plakette fliegen können, wie es die Schönheit vermag, wie Gedanken es können, Worte und Sinnzusammenhänge, ihr sehr irdisches Gewicht entspricht nicht unbedingt der Wirkmacht von Kunst, aber alles kann man nicht haben. Und wir wollen dieses gute halbe Kilo Bronze auch als Zeichen der Notwendigkeit von Transformation sehen, von Verwandlung, zu der Kunst fähig ist und für die Kunst steht. Im Werk von Ulla Hahn hat auch die Verbindung mit der Musik immer wieder zu ungeahnten, fruchtbaren Verbindungen und Transformation geführt. Und so ist es besonders passend und erfreulich, dass wir heute Abend eine künstlerische Darbietung an der Schnittstelle von Wort und Klang erleben werden. Der Komponist und Pianist Kit Armstrong spielt am Flügel und Ulla Hahn rezitiert. Das Ganze unter dem Titel Die Klavierlehrerin und der weiße Arm, Mozart 2.0 in Hamburg. Die Laudatio auf Ulla Hahn wird Björn Heyer halten und auch darauf dürfen wir uns freuen. Björn Heyer ist uns als Literaturrezensent ebenso wie als Autor aufgefallen. Seid utopisch, der gerade in Buchform erschienen ist, sei Ihnen hiermit empfohlen. Und nun übergebe ich an unseren Kultursenator Dr. Carsten Broster mit Dank fürs Dasein und für das nun folgende Grußwort. Bitte, Herr Broster. Na? Technische Kompetenzen von Kultursenatoren geprüft. Das scheint zu gehen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich sehe zwar mein Skript nur halb, aber dafür habe ich eine Brille. Liebe Frau Schwitter, liebe Frau Hahn, lieber Herr Heyer, lieber Kit Armstrong, sehr verehrte Mitglieder der Freien Akademie, vielleicht um das mit dem halben Kilo Bronze mal eben aufzugreifen. Ich finde das ja gar nicht so schlimm, dass sie nicht fliegen kann, weil tatsächlich hat die Freiheit und auch die Freiheit der Kunst ja immer was zu tun mit diesem Vexierspiel von einerseits alles zu können und andererseits aber trotzdem dann irgendwie auch an einen Ort gebunden zu sein und mit den Limitierungen eines Ortes und einer Situation und eines gegebenen Umstandes umgehen zu müssen. Und quasi erst aus diesem Widerstreit heraus ergibt sich ja eigentlich das, was auch die Freiheit und auch die Freiheit der Kunst ausmacht. Und insofern ist es vielleicht auch ganz gut, Menschen, die zum Fliegen fähig sind, daran zu erinnern, dass es etwas gibt, was sie auf der Erde hält. Und in diesem Sinne mag diese Plakette auch dabei helfen und damit sozusagen genau diesen Widerstreit dann auf eine bestimmte Art nochmal ganz besonders in Erinnerung zu rufen. Die Dichterin und Romanautorin Ulla Hahn ist, Sie alle wissen es, eine scharfe Beobachterin. Und
Ich habe mir mal erzählen lassen, dass sie es zum Beispiel sehr liebe, Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen und sie bei ihren alltäglichen Verrichtungen zu beobachten. Und nehmen wir da mal kurz den Ausgang. Als Arbeitsplatz von Schriftstellerinnen und Schriftstellern stellen wir uns eigentlich landläufig gerne ihren Schreibtisch vor. Und das, obwohl wir wissen, dass manche Weltliteratur, denken Sie an Marcel Proust, an Heinrich Heine oder an Truman Capote, im Bett entstanden ist. Oder denken Sie an Virginia Woolf, Simon Beckett oder Annie Proulx im Gehen. Also es gibt durchaus andere Arbeitsplätze der Schriftsteller als ausschließlich den Schreibtisch. Dann gibt es die Kaffeehausliteratur, die gar ein eigenes Genre bildet, von der Bar- und Kneipenliteratur ganz zu schweigen. Denken Sie an die Palette von Hubert Fichte. Und die soeben mit dem Büchnerpreis geehrte Emine Sevgi Özdamar hat nie gelernt, wie sie gesagt hat, mit dem Computer umzugehen und tippt ihre Bücher auf einer mechanischen Schreibmaschine, während Ulla Hahn ihr aktuelles Buch Tage in Vitopia gar nicht selbst geschrieben hat, wie wir hören, sondern sie behauptet, dass es ihr von einem Nagetier, von Wendelin Kretzschnuss, einem Eichhörnchen, diktiert worden sei. Sie sehen also, es gibt keinen einheitlichen Weg dahin, wie aus Worten Literatur wird. Zugespitzt vielleicht diesen Exkurs zusammenfassend mit Jean Le Carré, dem vor 2 Jahren verstorbenen großen Autor: Ein Schreibtisch ist ein gefährlicher Ort, um die Welt zu betrachten. Doch Leserinnen und Leser neigen ja manchmal dazu, und ich glaube, wir alle kennen diese Momente, den Alltag von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu romantisieren. Und dann stellen wir uns das als was ganz Besonderes vor, diese Kämpfe am Schreibtisch um Sinn und Unsinn dessen, was man so tut. Dabei wissen wir auch das besser. James Joyce war Englischlehrer in Triest. Charles Bukowski arbeitete als Briefsortierer. Agatha Christie in einer Apotheke. Sylvia Plath als Dozentin am Smith College. Und dass Franz Kafka im Brotberuf Angestellter der Arbeiterunfallversicherung in Prag war, ist sozusagen wohlgesetzter Teil der Literaturgeschichte. Die Unwissenheit darüber ist immer noch groß. Auch nicht nur über die sagen, Rahmenbedingungen der Entstehung von Literatur, sondern auch über die Einkommensverhältnisse im Literaturbetrieb. Viele denken, jemand habe es geschafft, nur weil sein oder ihr Name auf einem Buchcover abgedruckt ist. Wir wissen aber, nur etwa 10% der Autorinnen und Autoren können tatsächlich in Deutschland vom Schreiben leben. 90% nicht. Und darüber, und das ist gut, wird endlich gesprochen. Es gibt Beiträge wie die Essaysammlung Brotjobs und Literatur des Verbrecherverlages oder eine aktuelle Reportage von Deutschlandfunk Kultur unter dem Titel Und was verdient man da so?, die pragmatisch und unromantisch die Rahmenbedingungen literarischen Arbeitens und Schreibens in den Mittelpunkt rücken. Da wird beispielsweise von einer Schriftstellerin erzählt, die kurz vor der Obdachlosigkeit stand, bevor sie schließlich einen Bestseller schrieb, der verfilmt wurde und die schlimmste Geldnot linderte. Und die Corona-Pandemie der letzten Jahre hat das prekäre Dasein von Literatinnen und Literaten uns noch einmal ungeschönt vor Augen geführt, als Schriftstellerinnen und Schriftsteller durch viele Hilfsprogramme purzelten, weil sie eben meist kein Büro, kein Atelier und keine sonstigen Nebenkosten hatten, die man ja brauchte, um sagen, die ersten Hilfsprogramme tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Und insofern glaube ich, dass es Zeit wird, dass wir die rosarote Brille abnehmen, wenn wir weiterhin deutschsprachige Literatur auf hohem Niveau lesen und die beispielhafte und vielbeschworene Vielfalt des literarischen Lebens in Deutschland erhalten wollen, dann müssen wir Autorinnen und Autoren angemessen vergüten und dann müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Vergütung auch gewährleistet werden können. Annehmbare Honorare für Lesungen gehören ebenso dazu wie Arbeitsstipendien, die die einigermaßen sorgenfreie Arbeit am aktuellen Werk ermöglichen und auch urheberrechtliche Rahmenbedingungen, mit denen man vom eigenen Werk tatsächlich ausreichend und angemessen leben kann. Ulla Hahn, deswegen erzähle ich das, dürften diese Themen vertraut sein, weil sie tatsächlich ja sich als soziale Themen sozusagen wie ein roter Faden durch ihr Werk ziehen. Als Kind der Arbeiterklasse ist sie seit jeher eine Vorreiterin für eine Literatur, die den Finger in solche Wunden legt. In ihrem 2500 Seiten starken autobiografischen Romanzyklus um das bildungshungrige Kenk von dem Prolete, Hilla Palm, gelingt es ihr, Persönliches und Zeitgeschichtliches miteinander zu verknicken. Die über einen Zeitraum von 17 Jahren erschienenen Romane »Das verborgene Wort«, »Aufbruch«, »Spiel der Zeit« und »Wir werden erwartet«
sind Bildungsromane im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie erzählen von einer Rettung, wie nur die Literatur sie leisten kann. Durch ihre Liebe zu Büchern schafft es Hilla aus ihren beengten Verhältnissen heraus, macht Abitur und findet im Studium eine neue Welt. Sie wird Dichterin. En passant liefern die Romane ein Sittengemälde der Bundesrepublik von den 50ern bis in die 70er Jahre. Sie sind soziologische, psychologische, zeithistorische und literarische Meisterwerke. Aber Ulla Hahn hat natürlich nicht nur Prosa verfasst, vielmehr gehört sie zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen. Ihr stupendes Wissen äußert sich dabei unter anderem in einer höchst eleganten Form von Intertextualität. Ihre Gedichte strotzen vor literarischen Bezügen von Antike zur Gegenwart, ohne dabei ihren tiefsinnigen Humor zu verlieren. Oder diejenigen aus den Augen, für die sie all die Mühe betreibt, die Lesenden. Um Ulla Hahn zu zitieren, denn was auch immer ich schreibe, ist verlorene Liebesmüh ohne Lesende. Auf die Frage, für wen schreiben Sie, habe ich einmal geantwortet, für den, der fragen will. Meine Gedichte sind meine vorläufigen Antworten auf meine Fragen, heißt es in Ulla Hahns Vorwort ihrer gesammelten Gedichte. Wenn das Bild nicht ein wenig wackeln würde, könnte man sagen, die jüngere Literaturgeschichte steht auf Ulla Hahns Schultern. Ja, das tut ihr weh, das dachte ich mir doch, jetzt wackelt es noch mehr. Aber das muss man aushalten bisweilen. Gerade an so Abenden wie heute denken Sie an das halbe Kilo Bronze, das Sie nachher in der Hand haben. Während Florian Kessler, Lektor im Hansa Verlag, noch 2014 die Saturiertheit und Konformität des aus den Schreibschulen in Hildesheim und Leipzig hervorgegangenen Nachwuchs in seinem vielgelesenen Zeitkommentar »Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn« bemängelte, hat mittlerweile Realität Einzug gehalten in die Gegenwartsliteratur. Denken wir nur an ausgezeichnete Romane wie Streulicht von Dennis Ode, der 2020 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand, oder Christian Barons Memoir »Ein Mann seiner Klasse«, in dem er sein Aufwachsen in prekären Verhältnissen mit einem alkoholkranken, gewalttätigen Vater schildert und sein Ausbrechen daraus. Die Autorin und Journalistin Marlene Hobrack, mit der ich neulich auf der Buchmesse in Frankfurt diskutieren durfte, bringt es in ihrem klarsichtigen aktuellen Buch »Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet« auf den Punkt. Sie schreibt, Herkunft ist etwas, das sich in uns einschreibt. Sie markiert nicht einfach den Ausgangspunkt unserer eigenen Biografie und unseres Lebensweges. Sie ist gleichsam auch ein Gepäck, das wir mit uns herumschleppen. Manche Menschen wollen nicht sehnlicher, als sich von ihrer Herkunft lösen. Für andere markiert Herkunft einen Halt, einen Platz in der Welt, eine sichere Bank. Aus internationaler Perspektive empfehlen sich hier Edouard Louis' Bücher, von denen Die Freiheit einer Frau sehr eindrucksvoll jüngst am Deutschen Schauspielhaus aufgeführt wurde, und natürlich auch das Werk der aktuellen Literatur-Nobelpreisträgerin, die genau solche Fragen von Herkunft, von Klasse, von sozialer Schichtung einer Gesellschaft diskutieren. Das Schreiben über Klasse hat aktuell Konjunktur. Endlich, möchte man sagen. Denn all diesen Werken ist gemein, dass sie auch beschreiben, wie Bildung ein Ausgangspunkt für den Befreiungsschlag sein kann. Mit Schreiben und Lesen fängt eigentlich das Leben an. Und dieser Weisheit aus Mesopotamien überschrieb Ulla Hahn vor mehr als 20 Jahren ihren Roman »Das verborgene Wort« und machte sich zur Vorreiterin dieses Themenkomplexes. Indem Hilla Palm es vermag, durch ihre Wissbegierde die soziale Enge ihres Elternhauses hinter sich zu lassen, erhebt sie ihre Stimme und wird zur Schriftstellerin. Noch einmal Ulla Hahn: Wer schreibt, als wären Ästhetik und Gesellschaft jeweils ohne ihr Gegenüber vorstellbar, nimmt menschliche Erfahrung nur bruchstückhaft wahr. Sprache ist sozial und hat moralische Dimension. Greift sie einen Gedanken auf, den man so auch bei Hannah Arendt oder im Werk von Jürgen Habermas findet und der uns daran erinnert, dass wir eigentlich erst durch Sprache und durch das Miteinander sprechen zur Gesellschaft werden. Und Ulla Hahn sagt auch, für mich ist Lernen im Grunde Leben. Wer damit aufhört, ist fast tot. Ulla Hahns Werk inspiriert. Das Ulla Hahn-Haus in ihrer Kindheitsstadt Monheim ist seit 2013 der zentrale Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche mit den Schwerpunkten der sprachlichen Bildung, Literalität und Literaturvermittlung. Die Stadt vergibt darüber hinaus den Ulla Hahn-Preis für herausragende literarische Debüts.
Und die Mannheimer Noon Foundation hat den Aufstieg durch Bildung Literaturpreis initiiert, in dessen Ausschreibung sie sich explizit auf den Roman Das verborgene Wort bezieht. Liebe Ulla Hahn, Mut und Widerborstigkeit bescheinigte Ihnen Ihr Laudator Karl Krolow in der Lobrede zum Friedrich-Hölderlin-Preis vor 37 Jahren. Er hat damit zwei Ihrer Eigenschaften herausgegriffen, die Sie zu der gemacht haben, die Sie heute sind. Ohne Mut hätten Sie nicht dieses umfassende und beeindruckende Werk aus Lyrik, Prosa und Essayistik geschaffen. Und ohne die heutzutage vielleicht Gott sei Dank nur noch in homöopathischen Dosen verabreichte Widerborstigkeit, die ich zumindest, wenn wir in der Oper nebeneinander sitzen, nie entdecke, was ich ganz angenehm finde, wären aber Ihre Texte nicht so lesens- und liebenswert. Der Rhein hat Ihre Erinnerung zum Fließen gebracht. Und die Elbe hat Ihnen danach die Feder geführt. Im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg gratuliere ich Ihnen, verehrte Frau Hahn, zur Plakette der Freien Akademie der Künste. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr geehrte Frau Schwitter, sehr geehrter Herr Proster, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ulla Hahn. Ich beginne mit einem Gedicht, mit einem Buch. Mit einem Buch sich immer weiter aus der Welt heraustasten, heraustexten. Erst die Fenster verdunkeln, dann das Gesicht, vor allem die Augen, die nicht aus dem Weg sind, als sei niemand zu Hause. Dunkel und still, innen aber erleuchtete Fenster und wie einer mit dem Leben davonkommt, die letzte Seite glatt überfliegend. Dieses Gedicht, enthalten in dem Band Galileo und zwei Frauen von 1997, verspricht eine Lektüreerfahrung, die weit über das Amüsement oder das Bedürfnis nach Eskapismus hinausgeht. Sie ist voll und ganz existenzieller, ja epistemischer Natur. Sie bezeugt die Möglichkeit, mit dem Lesen über die gegebene, sichtbare Welt hinauszugehen, sich zu transzendieren. Ein Ich verdunkelt den Raum, gerade im paradoxen Wissen um das Leuchten, das aus dem Inneren einer Zusammenkunft aus Seele und Buchstaben hervorkommt. Bezogen auf das Leben von Ulla Hahn lassen sich diese Zeilen wie das Programm zu einer Befreiung durch und zur Literatur lesen. 1945 geboren und in einer mittelständigen Familie im Sauerland groß geworden, ist ihre Aufstiegskarriere, wie eben schon erwähnt, keineswegs vorgezeichnet. Sie absolviert die Realschule und eine Bürolehre, bevor sie erst auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholt, Geisteswissenschaften studiert und sogar noch eine Dissertation über Entwicklungstendenzen in der westdeutschen demokratischen und sozialistischen Literatur der 60er Jahre anfertigt. Abseits von Stoffen für Uniseminare, die sie an mehreren Universitäten geben sollte, mitunter auch im Rahmen der Humboldt-Professur, dienen ihr fiktionale und dichterische Texte noch zu weitaus mehr. Sie eröffnen ihr ganz neue, eigene Räume der Erkenntnis. Dargelegt hat sie diese mithin epiphanischen Momente in ihren bekannten, auch bereits erwähnten, autobiografisch gefärbten Hiller-Palm-Romanen. Sie erzählen von einem zwischen katholischem Rigorismus und proletarischem Bildungsdünkel aufwachsenden Mädchen. Sowohl in der Schule als auch zu Hause sieht sich die Protagonistin mit Gewalt und emotionaler Kälte konfrontiert. Als Initiationspunkt, um der festgefahrenen familiären Archaik zu entfliehen, erweist sich wie so oft im Werk der Autorin die Sprache. Denn bald beginnt sich die juvenile Kämpferin vom Blatt zu verabschieden
und sich des Hochdeutschen zu bedienen. Natürlich nicht ohne die erwartbaren Widerstände, vor allem seitens des Vaters. Eine der wichtigsten Soziologinnen der spätmodernen deutschen Literatur bleibt in der atmosphärischen Konzentration, also nicht bei einer bloßen Fotografie der tristen Realität stehen, sondern veranschaulicht in der Vita ihrer Heldin einen weiblichen Emanzipationspfad, stimuliert durch die Lektüre von Märchen, heiligen Legenden und Poesie. Auf dem Feld von Letzteren wird die Protagonistin übrigens zuletzt debütieren. Wer von jenem in mehreren Romanen exemplifizierten hehren Wert der Literatur erfährt, mag sich unmittelbar an Hermann Hesses Eloge auf das Lesen erinnert fühlen. Zitat: aus dem tausendfältigen Gespinste unzähliger Sprachen und Bücher aus mehreren Jahrtausenden blickt in erleuchteten Augenblicken den Leser eine wunderlich erhabene und überwirkliche Chimäre an, das Angesicht des Menschen aus tausend widersprechenden Zügen zur Einheit gezaubert. In dieser Einheit schließt Hesse nicht nur die humane Spezies ein, sondern auch Tiere und Götter. Auch jene auf und unter dem Olymp finden wir recht prominent in Denken und Werk Ulla Hahns vertreten. Zum Beispiel Orpheus. Er garantiert, dass Dichtung immer ihren Gesang findet. Übrigens sieht er sich, ganz anders als im Mythos von Ovid, in einer Miniatur von Ulla Hahn einer überaus starken Eurydike gegenüber, die keineswegs nur passiv im Hades verschwindet und ihre Rettung hat. Nein, ganz im Sinne weiblichen Empowerments, wofür das Werk der Autorin immer wieder glaubhaft einsteht, singt er erst, sobald sie singt. Sie, die Sonne des Dichtergottes, der Wort und Musik wie keiner sonst vereint, wenn man vielleicht noch von Apollon absieht. Bewohnt werden die lyrischen Entwürfe der heute zu Ehrenden und Auszuzeichnenden derweil noch von ganz anderen Stimmen, nämlich mitunter von anderen klassischen Autorinnen und Autoren. Ist beispielsweise in dem Poem »Ja früher« aus dem Band »So offen die Welt« von einem weißen Elefant die Rede, der dann und wann auftaucht, wird Rainer Maria Rilkes kanonisches Gedicht »Das Karussell« zum Ankerpunkt einer persönlichen Erinnerung des lyrischen Ich an seine Jugend. Aber nicht nur das. Rilke kommt noch mit einem anderen, nicht minder bekannten Vers in demselben Gedicht vor. Nachdem das Textsubjekt wohl erkennt, dass auch das eigene Sein der Vergänglichkeit anheimfällt, erfolgt die Aufforderung wohl an sich selbst. Zitat: die Fackel nimm und geh bis in die Nacht, am Vordachposten hängt das Sternenzelt und hinter tausend Stäben keine Welt. Nun dient der Rekurs auf Rilkes eingesperrten und im Inneren erlöschenden Panther dazu, die Begrenzung menschlicher Erkenntnis zu dokumentieren. Freiheit und Unfreiheit werden in einem Text allein über Rilkes Verse miteinander verknüpft. Die tiefere Aussage dahinter, die vielleicht für alle Zugriffe der promovierten Germanistin auf Klassiker gilt, lautet so: sie halten. Die gebundene Sprache, also Dichtung, bietet eine Stabilität, die die Welt selbst in ihrem Vergehen und Werden trägt und ordnet. Sie gibt uns somit einen Platz in einem von Verwerfungen und Unsicherheiten geprägten Dasein, ohne uns in einer allzu behaglichen Wohlfühlzone ruhig zu stellen. Vielmehr haben wir es bei Hahns Lyrik, deren feine Lakonie stets vom Existenziellen und Authentischen herrührt, mit einer ambivalenten Bewegung zu tun, wie gerade ihr Gedicht »Fang« erläutert. Hierin werden die Leserinnen und Leser direkt angesprochen. Zitat: mit Dichtung, so heißt es, musst du was anfangen wollen. Die Fahrkarte musst du schon selber kaufen. Oder die Angel den Engel nicht leugnen, wenn er dich ruft. Trau dich, ihm zu folgen.
Man muss sich also entführen oder verführen lassen durch Poesie. Man muss die Reise wagen, die Angel auswerfen, Zitat im, so schließt das Gedicht ab, Flug ohne Angst vor dem Absturz oder der anderen Welt, in die er dich führt, als wärest du dort schon immer zu Hause gewesen. Erst indem man das Wagnis des Hinausziehens eingeht, stimuliert und behütet durch die Poesie, kann man also zu sich selbst finden. Das Zuhause, es entsteht im Kontakt mit dem Fremden und Neuen. Gerade die Liebenden erweisen sich im Œuvre Hahns immer wieder als Teil dieses paradoxen Ineinanders. Es ist die Spannung, die sie kennzeichnet und die immer wieder, ein Zitat aus der Miniatur von Zweien, die auszogen, die schweren Herzschlachten um die Eroberung des Trostes herausfordert. Mit voller Passion schreibt die Autorin über Sehnsucht, die Bitte des Ich an die entfernte Angebetete oder den Angebeteten zu bleiben, über das Suchen kleiner erotischer Etüden am Strand, über die ersten amorösen Begegnungen und das weite Herz im Alter, über den ewigen Traum, so ganz in der oder in dem anderen aufzugehen. Zumeist scheint das Finden des Du mit dem Finden einer Sprache und ebenso das Verlieren des Pendants mit dem Verlieren der Worte zu korrelieren. Zitat, als ich heute von dir ging, lesen wir im Text Winterlied, fiel der Schnee und es machte sich mein Kopf einen Reim auf Weh. Wie das sinnierende Ich nun ferner betont, trieb ihm nicht die Kälte die Tränen in die Augen, nein, es sei eben das Ungereimte, Zitat, das Ungereimte, dafür verantwortlich, also das Ungeklärte und Unklare zwischen zwei Menschen. Die dritte und letzte Versgruppe gibt sodann ein wenig mehr Auskunft. Zitat, ach, da warst du schon zu weit, als ich nach dir rief und dich fragte, wer die Nacht in deinen Reimen schlief. Jemanden zu lieben heißt offenbar, um im Bild zu bleiben, sich einen Reim auf sie oder ihn machen zu können. Auch ästhetisch harmoniert übrigens dieses sich trennende, schon nicht mehr vereinte Paar. Lediglich der zweite und vierte Vers eines Quartetts ergeben noch eine Klangdyade, wohingegen der erste und der dritte jeweils keinerlei Beziehung mehr auf Hör- und Schreibebene hergeben. Das Ideal sieht für Ulla Hahn ganz anders aus und wird erkennbar in einem ihrer letzten Poeme, in dem sie das Gedicht als Zitat »Ein Wesen, das den Faden spinnt« benennt. Gehalten wird dieser von den Nornen, also den weiblichen Schicksalsgöttinnen, aus der nordischen Mythologie. Ihre Finger berühren unmittelbar, Zitat, »das Herz aller Dinge«. Statt nur die Oberflächen zu berühren, dringen sie also zum Kern vor. Sie verfügen ferner über Finger, die, Zitat, den Himmel entrosten und die Mauer einreißen zwischen Ding und Wort. Indem Poeme somit an der Hand des Fatum hängen, können sie Unglaubliches bewirken. Sie vermögen, über das bloße Hier und Heute hinauszuweisen und gar die Grenze zum Himmel zu durchdringen. Mit dem Resultat, Ding und Wort trennt nichts mehr. Oder um es frei mit Platons Höhengleichnis zu pointieren, Idee und Abbild werden eins. Für Ernst Bloch stellt dieser Moment der Aufhebung aller Entfremdung, des kosmischen Einswerdens, nichts anderes als die utopische Entdeckung von Heimat dar. Heimat in der Sprache, Heimat im Du. Es geht also bei Hahn um die existenziellste Form des Zwischenmenschlichen, die gelingende und scheiternde Kommunikation, um die Entwicklung einer Grammatik der Nähe, ja des Anderswerdens und Seins, aber nicht nur, das bei weitem nicht. Ulla Hahn vornehmlich als Liebeslyrikerin zu bezeichnen, griffe nämlich zu kurz. Ihre Texte entspringen, wenn auch nicht immer mit offensivem Impetus, bisweilen auch gesellschaftskritischen Überlegungen, die eben auch schon angesprochen worden sind.
Sie selbst stellt den Zusammenhang zwischen Ästhetik und Ethik auch offen heraus. Zitat: Dichtung bedarf keiner gut gemeinten Ergänzung von moralischer oder soziologischer Seite. Dichtung ist moralisch, ist human oder keine Dichtung, postuliert sie im Vorwort zu ihren gesammelten Gedichten. Erschrocken zeigt sich da schon mal ein krankes, lyrisches Ich im Angesicht einer abgemagerten jüdischen Frau im KZ, derer es im Fernsehen gewahr wird. Es schämt sich für seine Tränen über den eigenen, wohl wenig gefährdeten Zustand und jenen, die es noch nicht um die Opfer des Nationalsozialismus geweint hat. Auch der Text Für, der eindringlich mit Inversionen und Ellipsen das Leid und die zerstörerische Kraft des Krieges einzufangen sucht, fällt nicht minder drastisch und bewegend in seinem Aussagegehalt aus. Zudem bemüht sich ebenfalls Hahns Prosa um historische Aufarbeitung, insbesondere des europäischen und deutschen Faschismus. In Unscharfe Bilder von 2003 konfrontiert eine Tochter ihren Vater, erinnernd an die Väterliteratur der Nachkriegsjahre, mit dessen Verstrickungen in Verbrechen der Wehrmacht. Nachdem sich der Geschichtslehrer Ansehen und Reputation erarbeitet hat und den Holocaust stets in einem historischen Zusammenhang einzubetten wusste, bricht nun seine falsche Fassade zusammen. Statt sich zu entschuldigen, reagiert der Oberstudienrat auf die Vorwürfe der jungen Generation mit Relativismus. Und wieder einmal dient Hahn das Schreiben dazu, Licht ins Dunkel der Welt zu bringen, Sichtbarkeit herzustellen, Verborgenes in der Sprache fassbar und benennbar werden zu lassen. Selten verharren die Texte, ob lyrischer oder narrativer Natur, in einer bloßen Diagnose des Hier und Heute, sondern bergen zumeist gleichsam den Willen zur Veränderung, zum Aufbruch. Dass dieser in der Epoche von Klimawandel und drastischster Versündigungen der humanen Spezies an den Tieren, in der Landwirtschaft und in den Wäldern dringend vonnöten ist, macht ihr neuester Roman Vitopia deutlich. Mit utopischer Werf schildert die Schriftstellerin darin das unbeirrbare Bestreben eines Eichhörnchens und einiger Menschen, den Planeten zu retten. Die Erkenntnis zwingt dazu. Es darf keine, Zitat, Mörder, Schlechter, Kinderfresser, Zitat Ende, wozu wir Menschen ja gehören, die Kälber und Lämmer auf dem Speiseplan haben, mehr geben. Dasselbe gilt für, Zitat, Legehöllen. Stattdessen soll eine alle Lebensformen integrierende Ordnung des Respekts errichtet werden. Zur konkreten Ausarbeitung dieser Idee berufen die Akteure des Buchs einen Kongress ein, einen, wie es heißt, Paradiesgarten 2.0 im Amphitheater Epidaurus. Die Schriftstellerin tritt uns mit diesem luziden Werk als die bekannte, ziemlich belesene Romancier entgegen, die abseits von Utopietheoretikern und historischen Intellektuellen von Campanella bis Bacon ebenso dezidiert Texte der spätmodernen Tierethik zitiert. Hierzu sei nur auf eine Quelle, nämlich Donaldson und Kümlikas Studie und Opus Magnum Zoopolis hingewiesen, in dem die beiden Sozialwissenschaftler die politische Theorie eines Gemeinwesens aus humanen und animalen Wesen entwickeln und dabei mitunter Überlegungen zu einem Bürgerrechtsstatus bestimmter Kreaturen anstoßen. Allen Lebewesen steht in diesem Modell übrigens ein elementares Recht auf körperliche Unversehrtheit zu. Wo rührt nun diese Vorstellung einer allumfassenden Einheit her? Gewiss offenbart der Roman die zahlreichen ideellen Wurzeln der Autorin. Sie liegen genauso in der Romantik wie in der Klassik. Unmittelbar fühlt man sich etwa bei den solidarisierenden, die zwei- und vierbeiner einschließenden Chorgesängen, die es in Vitopia gibt, an Hölderlin erinnert. In seinem Spätwerk avanciert der Gesang vieler letztlich zum Spiegel einer von Gleichheit und Pluralität geprägten Sozialität. Bei Hahn liest sich das so, Zitat:
Eine Steigerung dieser Schönheit schafft Gemeinschaft miteinander. Eben jene Schönheit ist das, was Hahns Schreiben zu seiner zeitlosen Blüte verhilft. Bezogen auf ihre Dichtung trifft hier ein selten so eingelöstes Versprechen zu. Kürze bedeutet hier stets Intensität, weil sich die Kunst einfach nicht mit sich selbst begnügen will, weil sie die direkte Synthese mit der augenblicklichen Wirklichkeit sucht. Oder wie die Lyrikerin in ihrem letzten Band Stille Trommeln selbst festhält, man muss, Zitat, den Himmel entrosten und die Mauer einreißen zwischen Ding und Wort. Dieser Abbau von Barrieren schlägt sich im Laufe der Jahre auch in einem Freischreiben von traditionellen Formen nieder. Bestimmen die frühen Gedichte der Autorin hier und da noch feste Versfüße und Reimstrukturen, so setzt sie sich in ihrem späten Schreiben zunehmend davon ab. Sie macht sich sogar einen ironischen Spaß aus dem Pochen auf der Ordnung. So vernehmen wir in dem liederlichen Sonett, abgedruckt im aktuellen Band, Zitat, dieses Sonett, ich sag's euch gleich, kichert sich eins oder auch zwei, hat die Schnauze gestrichen voll, denn es soll sich ja reimen, will aber nicht. Weder wohnt dem vorliegenden, vor allem im Barock prominent gewordenen Sonett ein Alexandriner als Metrum, noch ein Reimschema inne. Das Korsett wird nur erwähnt, um es sogleich mit postmodernem Schalk zu sprengen. Diese Miniatur stellt nur eines von zahlreichen Beispielen für den Wandel in Hahns Poetik dar. Ihre Miniaturen werden offener und widerlegen den Vorwurf so mancher Kritiker, die Hahn als eine Apologetin des Biedermeiers kategorisieren wollen. Nein, je offener ihre Arbeiten werden, desto mehr stellen sie den für ihr Werk so bestimmenden Charakter der Unmittelbarkeit heraus. Er steht nicht allein im Zeichen einer allzu glaubhaften, sich im Dichterischen ereigneten Selbsterforschung des Ich, sondern fußt auf einer die Leserinnen und Leser direkt involvierenden Rezeption. In der lakonischen, oft bis auf den Kern geschälten Sprache nehmen wir zum einen eine faszinierende Kunst der Reduktion, zum anderen eine Projektion ihrer eigenen Erfahrungen wahr. Zitat, und wenn du sagst, ich liebe dich, legt sich eine Stille um die drei Wörter, dass es ein Leben braucht, einen Satz zu finden, der dazu passt. Wer könnte sich nicht an jene Situation, gefasst in berührende Verse der Nachdenklichkeit, aus seiner eigenen Biografie erinnern? Und obgleich Hahn hier wie auch anderswo geflügelte Wörter unseres Alltags nutzt, widersetzen sich ihre Texte stets jedwedem Schematismus. Denn was sollte eigentlich bezogen auf die hier zitierten Verse in diesem einen Satz zu finden sein? Wir fühlen uns dem lyrischen Ich so nah und kennen es trotzdem nicht. Sein Inneres, ja seine gesamte Geschichte, entzieht sich unserem Zugriff. Noch mehr gilt das für das angesprochene Gegenüber. Und so bewahren sich Hahns dichterische Zeugnisse immerzu ihr Geheimnis. Ihnen ist ein funkelndes Arkanum inhärent, das sich gegen die vielbeschworene Entzauberung einer gewiss von zahlreichen Krisen gebeutelten Welt wendet. Ihr Schreiben beweist, es gibt versteckte und noch zu ergründende Sphären jenseits des rein Sichtbaren. Es gibt dieses Schwingen des Worts, wie man in dem Band Stille Trommeln wohl auch in Anspielung auf Rilkes in Schwingung sein liest. Breiten Sie sich die Schwingen aus, so fällt textgemäß Freundlichkeit herab. Eben jener Zusatz bewahrt uns davor, die Freiheit, in die uns Hahns Lyrik unentwegt drängt, mit Furcht zu assoziieren. Die Fernen ihrer Gedichte sollten uns keine Angst bereiten, zeugen Sie doch davon, dass es ein erstrebenswertes Anderswo und ein Anderswie gibt. Weniger als Fluchtpunkte,
denn als Erfahrungsstätte. Erst dort scheinen wir der Kraft und der Herrlichkeit und der Tiefe gewahr zu werden, die jede noch so vermeintlich aussichtslose Wirklichkeit, sei sie politischer oder privater Natur, im Zeichen ihrer Veränderbarkeit offenbaren. Ich gratuliere Ihnen zur Plakette und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Liebe Ulla Hahn, Sie müssen sich jetzt so viele schöne Dinge anhören. Ich hoffe, Sie können noch. Sie müssen sich so viele schöne Dinge jetzt anhören mit uns zusammen und ich hoffe, Sie können noch. Ich habe mir gestern Abend zur Einstimmung und in Vorfreude auf heute einen Vorabend mit der Preisträgerin gegönnt. Nicht mit Ulla Hahn persönlich, sondern mit ihren Büchern. Ich wollte noch einmal in verschiedenen Büchern stöbern. Daraus, das kann ich verraten, wurde nichts, denn ich blieb beim ersten Buch, das ich aufschlug, hängen. Ich wollte noch einmal zurück zu den Anfängen ihrer Prosa und startete mit Ulla Hahns Erzähldebüt Ein Mann im Haus von 1991 und las mich fest und staunte und freute mich, war angetan und angewidert, nicht etwa von der Schönheit und Virtuosität der Sprache, sondern von der Grausamkeit der Vorgänge, die erzählt werden. Wie Maria ihren Langzeitgeliebten, den verheirateten Hans Egon, in ihrem Haus gefangen hält und zurichtet. Die Szene, in der Maria dem notabene lebenden Mann die Totenmaske abnimmt, hat mich wiederum regelrecht gefesselt. Während er so daliegt und der Gips auf seinem Gesicht trocknet, liest Maria ihm, Zitat, mit erhobener Stimme, damit es durch die verpflasterten Ohren dringe, weiter den Reinicke Fuchs vor. Das überspringe ich jetzt. Mir fiel dabei auf, dass Reinicke Fuchs sich durch Ulla Hahns Werk zieht. Auch im neuesten Roman, von dem wir schon kurz gehört haben, Vitopia, taucht Reinicke Fuchs auf. Goethe bezeichnete das Tierepos als unheilige Weltbibel und das scheint mir passend. Das Heilige und das Unheilige, Moral und Tabulosigkeit, Liebe und Hass, Schönheit und Grausamkeit, das Alte und das Neue sind nicht voneinander zu trennen, im Reinicke Fuchs ebenso wenig wie in Ulla Hahns Texten. Ulla Hahns fortdauernde Beschäftigung mit dem Tradieren, mit dem Verhandeln und Verwandeln des Vorgefundenen zwischen Tradition und Traduktion ist etwas vom Bemerkenswertesten an ihrer Literatur. Sie geht mit allem um, mit dem Leben und der Weltlage genauso wie mit Literatur und Überlieferten. Und was sie daraus Neues schöpft und welche neuen Versuche sie unternimmt und Wege sie geht und findet, ist von bemerkenswerter Offenheit und getragen von dem Willen und der Lust, nicht nur uns, sondern auch sich etwas zuzumuten. Ulla Hahn, Sie wissen, es ist beides, wir haben es heute Abend auch schon mehrfach gehört, Schriftstellerin und Dichterin. An einer Stelle las ich gestern den Satz, sie wünsche sich einen Doppelmund. Es ging dabei ums Küssen. Dennoch, ich dachte, ja, den hat sie, den Doppelmund. Ulla Hahns Doppelmund kündet viellippig von vielerlei Wahrheiten in verschiedenen Formen. Wir freuen uns und beglückwünschen Ulla Hahn sehr herzlich zur Verleihung der Plakette. Bitte, Ulla Hahn.
Ja, ich möchte mich zunächst auch noch einmal ganz herzlich bedanken, liebe Kollegin und Frau Präsidentin Monique Schwitters und dann Carsten Broster und nicht zuletzt natürlich auch Björn Heyer für eure Worte, die ich mit einem einzigen Adjektiv der Danksagung zu versammeln, das würde meine dichterischen Möglichkeiten übersteigen. Und ich freue mich, aber auch das möchte ich sagen, dass ich kann ihn jetzt nicht mehr wiederfinden, ich habe ihn aber schon entdeckt hier, dass auch Daniel Zimmermann hier ist. Das ist der Bürgermeister meines Heimatortes Monheim am Rhein. Und mit ihm hier ist auch Kirsten Witt, die Leiterin des dortigen Ulla-Hahn-Hauses. Wir haben es schon gehört, einem Zentrum für die Literatur- und Sprachvermittlung für Kinder und Jugendliche. Beide sind heute Abend hier. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Statt einer Dankesrede habe ich heute Abend ein kleines Dankgeschenk an die Freie Akademie der Künste und die Stadt Hamburg mitgebracht. Ein Geschenk aus Dichtung und Musik. Ich freue mich riesig, dass du, Kit, also und ich sage es mal so richtig, das habe ich mir zwischen zwei Kommata gesetzt, einer der ungewöhnlichsten Künstler unserer Zeit. Dass du heute Abend hier mit mir auf der Bühne bist, finde ich ganz wunderbar. Und es macht mir eben eine große Freude, hier eine gemeinsame Arbeit vorzutragen in einer etwas gekürzten Form. Die haben wir letztes Jahr in Würzburg zum Mozartfest uraufgeführt. Aber es ist die Geschichte mit dem Titel Die Klavierlehrerin und der weiße Arm. Und sie funktioniert, das werden Sie sehen, eben nicht nur in Würzburg, sie funktioniert in Hamburg so gut wie in, was weiß ich, Tokio oder Bali oder Sils Maria oder in, was weiß ich, Blankenese. Gut, also dann. Ich, Cecilia Süß, Klavierlehrerin, erinnere mich genau an den Abend, als ich diesen Arm, diesen schlanken weißen Arm zum ersten Mal sah. Er öffnete die Hälfte eines breit geschwungenen Fensters der Belle Etage einer heruntergekommenen Gründerzeitvilla, umgeben von Rhododendron, Jasmin und Ligusterbüschen. Der Arm öffnete das Fenster und machte ein paar heftig schleudernde Bewegungen aus dem Handgelenk, als müsse er sich von einer unsichtbaren Last wieder in die Leichtigkeit befreien. Als ich die ersten Töne hörte. Und natürlich blieb ich stehen und horchte. Vor Augen die weißen Arme, flinke Finger über schwarz-weißen Tasten, ließ ich mich zu Boden gleiten, ins warme, wilde Sommergras, am Wegrain vor dem Haus und hörte zu. Seither verging kaum ein Abend ohne den Weg zum weißen Arm, wie ich den Ort für mich nannte. Die weißen Glieder gehörten, das fand ich bald heraus, zu einem jungen Mädchenoberkörper, blass, schmal, klein. Fast schwebend erschien er im Fenster, fast bewegungslos, bis auf die nervösen Entlastungen der Gliedmaßen. Die junge Person war immer allein, spielte nur kurze Stücke. Insgeheim bemühte ich mich herauszufinden, wer dort wohnte. Die Villa stehe leer,
sagte man mir. Gegen Ende des Sommers schrieb die Internationale Mozart-Gesellschaft einen Komponistenwettbewerb aus, an dem die Kulturbehörde der Stadt sich beteiligte. Die Kompositionen für Piano mussten anonym eingereicht werden. Die von einer Vorjury ausgewählten Stücke vor Publikum und Kritikern zur endgültigen Preisvergabe vorgespielt werden. Als Vertreterin der Stadt, Achtung, Frauenquote, gehörte auch ich der Hauptjury an. Die beiden anderen Juroren waren international bekannt. Der eine, etwa 30, hatte sich erst seit wenigen Jahren einen Namen gemacht, und was für einen. Laut Wikipedia war er nach dem Studium der Musik in New York und Los Angeles weit herumgekommen in der Welt und sprach fließend mehrere Sprachen. Er lebte streng zurückgezogen und war für die Welt fast ausschließlich über Social Media präsent. Folglich gründete sich sein internationaler Ruhm hauptsächlich auf einen weltberühmten Blog und auf Videos auf YouTube und anderen Kanälen. Wer kannte diesen Namen nicht? Sumai. Der Schriftzug zierte T-Shirts, Kappen, Taschen, sogar Socken mit Notenschrift, die ersten Takte aus der kleinen Nachtmusik rückwärts gesetzt, mit Signatur 5 Euro teurer. Und dann war da Markus Kirnberger. Seit Jahrzehnten stellte er im Fernsehen zur besten Bildungsfernsehzeit, also nach 23.30 Uhr, durchaus anregend, neueste CDs aus allen Bereichen der Klassik vor. Doch weniger auf seinen Kenntnissen als auf seinen gnadenlosen Kommentaren beruhte seine Berühmtheit. Gern brüstete sich Kirnberger damit, dass ihn auch Tankstellenwärter erkennen und um ein Autogramm bitten würden. Nun denn, die Werbung lief heiß. Die Presse fing Feuer, drei Stücke, drei Auserkorene standen fest. Die Spekulationen rissen nicht ab. Jetzt ist es soweit. Wir sitzen im großen Saal der Elbphilharmonie und ich werde knapp und objektiv berichten. Wir sind sozusagen live dabei. Der Rektor der Musikschule erscheint,
ein kurzes Grußwort. Dann bittet er den ersten Auserwählten, ohne die Person vorzustellen, an den Flügel. Ein Raunen geht durch den Saal. Offenbar ist der junge Mann einem Großteil des Publikums bekannt. Anfang 20, groß, blond, athletische Figur, sportlicher Typ. Es fällt mir schwer, verehrte Zuhörende, mich jeden Kommentars zu enthalten, denn wer da so selbstsicher die Tasten schlägt, als säße er im Michel an der Orgel, ist niemand anderer als mein vormaliger Schüler Jens Kniffels. Hören Sie selbst. Nun betritt der zweite Nominierte, ein Mann mittleren Alters, die Bühne. Seine Verbeugung ist professionell, sein Lächeln fürs Publikum ab. Der Rektor weiß wenig zu sagen. Ron Brass komme aus den USA, Philadelphia, und bezeichne sich als Privatgelehrter mit deutschen Wurzeln. Er freue sich, eingeladen worden zu sein, fügt der fremde Gast in grammatikalisch makellosem Deutsch hinzu und bekennt, keine einzige Tonfolge habe er selbst komponiert. Rhythmen, Melodien, Töne aus aller Welt habe er zusammengetragen und miteinander verbunden. Daher wolle und verdiene er keinen Preis. Hier dabei sein zu dürfen, sei ihm Ehre und Auszeichnung genug. Thank you.
Gespannt warten wir nun auf die dritte Person. Ein schmales, junges Mädchen betritt die Bühne. Es kneift die Augen zusammen wie geblendet, streckt den Arm aus, erst den linken, dann den rechten und schüttelt die Arme aus dem Schulter, die Hände aus dem Handgelenk und setzt sich zögernd ans Klavier. Ich höre kaum zu, fiebere der Vorstellung des Rektors entgegen. Erfahre aber nur ihren Namen, Walburga Mann, und dass sie aus einem nahegelegenen Ort elbaufwärts kommt. Doch ich bin mir sicher, sie ist es, die Gestalt aus dem weißen Arm, dem verwunschenen Haus. Das ist die Musik, die mich dort in immer neuen Variationen gebannt und beglückt hat. Das Publikum ist begeistert, verlangt da capo. Kameras umringen die junge Frau. Ron Brass verspricht ihr ein Stipendium an der Juilliard School. Kirnberger und sein Videokollege Sumai versteinern ihre Gesichter. Der Rektor bittet Kirnberger und mich auf die Bühne neben die Leinwand, auf der Sumai zugeschaltet ist. Sumai entscheidet sich kategorisch knapp für Jens Kniffels. Kirnberger hingegen ist von Walburgas Komposition hingerissen. Mozart als Anverwandlung und Auferstehung für den der Hoffnung und Schönheit bedürftigen Menschen im 21. Jahrhundert. Kirnberger redet sich geradezu in einen Rausch, bis ihn der Rektor unterbricht und mich um meine Meinung bittet. Und ich, die Klavierlehrerin? Was hindert mich daran, mich allein schon aus dankbarer Erinnerung an die heilsamen Abende für Walburga zu entscheiden? Ich weiß es nicht und greife zu einem Strohhalm. Ich erkläre mich aufgrund meiner ehemaligen pädagogischen Beziehung zu Jens Kniffels für befangen und bitte, die Entscheidung dem Publikum anzuvertrauen. Das Publikum entscheidet sich mit 90% für Walburga. Der Rektor hält eine kleine enthusiastische Rede. Er überreicht Walburga den Preis und bittet sie, ihr Stück noch einmal zu spielen. Sie winkt ins Publikum und auf die Bühne springt ein kleiner, nervöser, junger Mann in einer grauen Jacke, hektisch, lebhaft, ein wenig ungepflegt. Walburga stellt ihn als ihren Bruder Hans vor, Hans Mann. Der kleine graue Mann, Hans, tritt an die Rampe, Walburga an der Hand. Im Publikum wird es still. Er habe, erklärt er, Hans Mann, habe dieses Stück geschrieben. Das heißt, geschrieben habe er es eigentlich nicht, jedenfalls nicht direkt. Kein Komponist sei er, sondern Softwareentwickler, KI-Spezialist, Programmierer. Er liebe Mozart, er liebe die Musik und er liebe seine Schwester, das Burgerl, das so gerne auch einmal berühmt sein wollte. Weiter kommt er nicht. Der Saal explodiert. Der Rektor beschwichtigt, bittet Kirnberger, Sumai und mich um unsere Ansicht. Publikum und Presse dürfen Fragen stellen. Zunächst stürzt sich die Presse auf Kirnberger.
Wieso habe er den Betrug, wie die empörten Fachleute es nennen, nicht erkannt? Kirnberger entlassen, fordern die Medien, und den Preis aberkennen. Doch dagegen entscheidet sich das Publikum. Es liebt diese Musik von, ja, von wem denn? An wen geht der Preis? An Walburga, den Bruder, die KI, Mozart? In diesem Augenblick wird der Rektor hinter die Bühne gebeten. Kopfschüttelnd kommt er zurück. Der Saal verstummt. Was kann es denn noch geben? Der Rektor räuspert sich. Man sei hier in Hamburg soeben raffinierten Betrügern zum Opfer gefallen. Nicht nur durch diese preisgekürte Komposition, dieses zugegebenermaßen durchaus wohlklingende Konstrukt aus Einsen und Nullen, gewählt von uns allen, bis auf eben diese eine Ausnahme. Der Rektor wendet sich dem Bildschirm zu, auf dem der zugeschaltete Kritiker mit ausdrucksloser Miene ins Leere starrt. Eben bis auf Sumai. Sumai, ächzt das Publikum. Ja, bestätigt der Rektor. Wie die Komposition sei auch dieser Kritiker weiter nichts als eine schier unendliche Zeichenkombination aus Einsen und Nullen. Eine Software, von geschickten Programmierern zudem lebensecht ins Bild gesetzt, bis zur Brusthöhe. Zum Skypen, Zoomen für Videos, der ideale Partner. Ein schriller Pfeifton aus dem Bildschirm unterbricht den Rektor. Der Angesprochene, Sumai, schaltet sich ein. Programmierer? Faucht er verächtlich. Softwareentwickler? Natürlich habe er, Sumai, die Komposition Walburgas bzw. die Komposition ihres Bruders gleich als Software erkannt. Schließlich sei man ja, Sumai und diese Musik, weitgehend einer Abstammung. Auch sei er darauf programmiert gewesen, dem vom KI erzeugten Musikstück den Preis zuzuerkennen. Das sei seine Pflicht gewesen. Doch dann habe er sich hinreißen lassen durch die zutiefst jugendfrische Art und Weise, diese nahezu kindlich naive, unbekümmerte Darstellung des jungen Kniffels. Und daher habe er schließlich ihm, dem Humanum, den Preis zuerkannt. Dafür bitte er seinen Programmierer, seinen Erzieher sozusagen, wie auch das Publikum, um Verzeihung. Sumas Popularität tat dieses Geständnis keinen Abbruch. Im Gegenteil. Denn er wurde nicht müde, bei seinen Auftritten immer wieder zu betonen, selbstverständlich habe er den Unterschied zwischen Mensch und Maschine sogleich erkannt. Das habe er sozusagen im Silizium, wie der Mensch in den Genen. Zudem habe ihn dieser Irrtum am Ende doch nur menschlicher erscheinen lassen, oder etwa nicht? Irren ist menschlich. Das sei es doch am Ende, was den Menschen von einer Maschine unterscheidet. Nach kurzer leidenschaftlicher Diskussion sprach das Publikum den Preis schließlich beiden zu, Walburga Mann und Jens Kniffels.
was Sumas Ruhm noch einmal vermehrte. Und Kirnberger? Der tat sich dicke damit, Möglichkeiten den Weg geebnet zu haben, den neuen möglichen Möglichkeiten den Weg geebnet zu haben, Möglichkeiten der Zukunft, was ihm den Flair der Avantgarde verlieh und gleichzeitig seine Fernsehsendung sicherte. Nach der Veranstaltung luden Walburga und Hans mich zu sich ein ins Weiße Haus. Und Hans erzählte auf dem Weg dorthin von einem Angebot, das Ron Brass, der angebliche Privatgelehrte, ihm gemacht habe. Er habe ihm, so Hans, schwankend zwischen spöttischer Genugtuung und Verachtung, einen unglaublichen Deal vorgeschlagen. Geld, so viel er wolle, werde nie wieder eine Rolle in seinem Leben spielen, hatte er Hans versprochen. Dafür möchte er alle Rechte an all seinen zukünftigen Kompositionen haben, die er mit unterschiedlichen Labels, Verbreitungsformen und Komponistinnen und Komponistennamen unters Volk bringen werde. Mit einem Wort, ein weltweites Monopol auf dem Musiksektor strebe er an und er, Hans, solle darin die Herrschaft in der Klassik übernehmen. Überdenken wolle man noch das Programm Mozart for Everybody, mit der sich jeder, jede ihren Mozart selbst komponieren könne. Doch sei das klug. Schließlich wolle man sich ja nicht selbst das Wasser abgraben. Doch wenn Sie es nicht täten, würden es bald eben andere tun. Aber nicht nur um Mozart gehe es, denn Programme könne er, Hans, auch für jeden anderen Komponisten, lebendig oder tot, entwickeln. Auch neue, eigene Komponisten und Komponistinnen könne er sich erschaffen. Herrliche Kompositionen könne er schreiben und lebendige Frauen und Männer würden ihnen ihre Körper und ihre Identität leihen, sie verkörpern sozusagen, Schauspieler auf Lebenszeit mit ihrer Rolle verschmolzen. Im Klartext, Hans solle seine Kreativität verkaufen, die anderen ihre Körper, bis man irgendwann auch diese Körperlichkeit mit ins Programm nehmen könne. Das hänge allein von der Größe der verfügbaren Datenmengen ab.
und dann wartete Hans noch mit ein paar Beispielen auf. Im Londoner Design Museum könne man zurzeit beobachten, wie eine Malerin namens Aida ihr eigenes Porträt malt. Aida, benannt nach Ada Lovelace, die in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts das erste Computerprogramm der Welt schrieb. Ein von einer Software geschaffener Rembrandt, an dessen Fälschungsnachweis sich die Experten abarbeiten, toure seit Jahren durch die Museen der Welt. David Cope, ein kalifornischer Musikwissenschaftler, KI-Entwickler und Komponist, habe mit EMI, Experiments in Musical Intelligence, eine Software entwickelt, die von zahllosen Bach-Chorälen über Mozart bis zu Beethovens 10. Sinfonie ihr Bestes gibt. Heute arbeite er, dieser Cope, mit einem digitalen Kollegen sozusagen Hand in Hand. Auch Beispiele einer Poesie und Prosa der Algorithmen fänden zunehmend aus der digitalen in die gedruckte Welt. Was ich an diesem Nachmittag mit eigenen Ohren und Augen erlebt hatte und nicht als Science-Fiction abtun konnte, verwirrte mich mitunter in einem Maße, dass es mir schwer machte, Hans Ausführungen zu folgen. Mozart, dachte ich, verzweifelt, trotzig. Mozart war ein Rebell. Seine Musik, seine Opern, eine in Schönheit gekleidete Revolution. Was werden uns diese Algorithmen antun? Welche Wege öffnen? Oder schließen uns diese neuen Möglichkeiten? Was kann der menschliche Künstler, was die Maschine nicht kann? Kann jeder Mensch ein Künstler sein, mit Hilfe von KI? Ist es uns als Hörende, Lesende, Schauende egal, wie ein Kunstwerk entstanden ist? Ein Kunstwerk, das uns ergreift, wie der apollinische Torso von Rainer Maria Rilke. Du musst dein Leben ändern.
Vielen Dank, lieber Kit. Vielen Dank. Lieber Kit Armstrong, lieber Björn Heyer, lieber Carsten Broster und liebe Anwesende, bleiben Sie noch ein wenig, während wir hier drin wunderbare Dinge gehört haben. Wurde draußen, so hoffe ich es, ein Buffet aufgebaut und Sie sind alle eingeladen, noch mit uns hier zu bleiben. Vielen Dank.